Ich weiß schon. Einmal runter und da ist der weite Jump. Bap, 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 bap. Mit Vollspeed. Zentono! Flieg! Easy peasy. Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen GTA 5 Online-Map, German Stunts Z vom lieben Noise. Er hat schon mega geile Maps gebaut. Mal gucken, was uns heute erwartet. Ein fantastischer Zentorno-Parcours. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. Schauen wir doch mal, was sich der liebe Mann überlegt hat. Ich habe mich heute übrigens mit Jilly getroffen. Und er hat das ganze GTA damals nicht über Steam, sondern direkt über Rockstar erstanden. Und jetzt habe ich ihm gesagt, hey, versuche es doch einfach nochmal über Steam. Denn Rockstar hat gesagt, es kann sein, dass es da geht. Ansonsten ist die Lösung ja eher schlecht. Denn da hat Rockstar gesagt, hey, du kannst deinen PC neu aufsetzen, dann die Windows-Updates blockieren. Dann ist dein PC aber nicht mehr 100% safe, aber du kannst wieder GTA spielen. Also, das ist natürlich keine schöne Lösung. Und jetzt, was... Was haben wir denn? Wow! Was haben wir hier für einen schönen Wallridissimo? Dieser Junge, dieser Noise, er kann Maps bauen. Also die Maps von Noise, muss ich sagen, sind häufiger 10 von 10, als ich jemals solche gebaut habe. Junge, Junge, Junge. Noise, Respekt und melde dich mal vielleicht zu Wort, wie lange du schon Maps baust. Denn das finde ich eigentlich ganz spannend. Wupp, 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 ich war zu schnell. Ich habe den Checkpoint gesehen, ich war zu schnell. Die Map, also jetzt, so wie es schon losgeht, absolut eine 11 von 10. Auch sowas hier, ne? Sowas bin ich selber noch nie gefahren. Hoppala. Yes, got it. Got it. Sehr schön. Zentorno, hab auch nicht so viel Erfahrung damit. Ja, genau. Einmal nochmal kurz zu Jilly. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Er wird jetzt heute, also wenn ihr das Video seht, dann sogar schon gestern, wird er das Ganze mit Steam versuchen. Ich hoffe, ich bete, ganz ehrlich... Denn ich habe so Lust, ich habe mich heute, wie gesagt, mit ihm getroffen. Wir waren unterwegs. Und wir haben immer so viel Spaß. Das ist einer meiner besten Buddies geworden. Wir haben unsere Kindheit gar nicht zusammen verbracht. Also da kannte Kev sogar ihn, Mike und Kev, kannten ihn sogar früher. Ich muss aber sagen, dieser Junge ist von so einem feinen Kaliber. Ja, also ich hoffe ganz, ganz inständig, dass es demnächst wieder spaßige, trollige... GTA-Folgen mit ihm gibt. Und die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Erstmal in die Röhre. Okay, da ist der Checkpoint. Okay, ich kann einmal so rumfahren. Und wo will er mich jetzt hin haben? Ich lande mal auf der... Oh, fuck. Nein! Ich konnte den Wagen nicht mehr vernünftig drehen. Aber ich versuch's mal auf die Straße und dann fahre ich mal weiter. Ah, der Neueste ist so ein ganz... ist klar, Tomek. Der Neueste ist so ein ganz tricky Bursche. Und ich habe schon einige Maps von ihm gespielt. Und jedes Mal war ich begeistert. Okay, hier, hopp. Na? Ah, shit. Aber wir können... Ja, ist klar. Bei der Ja! Asozialste Kameraführung der Welt. Da kann ich natürlich gar nichts abchecken. Theoretisch muss der dort irgendwo sein. Da ist er. Da ist er in der Röhre. Frage jetzt, wie komme ich da rein? Lol, hier lang? Ist es das schon? Das wäre... Oh, das ist fantastisch. Sehr schön. Und jetzt fahre ich erstmal runter. Wir kennen den Neuest. Der macht es immer so ein bisschen tricky, aber er macht es auch sehr interessant. Schön in die Wellen. Nice. Ich habe ja einen fetten Wellengang. Das liegt an meinen Einstellungen, an meinen Grafikeinstellungen. Und jetzt. Habt ihr gesehen? Ich wette, dass es dem Mapperbauer nicht passiert. Sondern das passiert nur schon wieder mir. Weil ich das... Guck dir das an. Todeswelle. Los Santos Pier. Wir bewegen uns mal da drüben. Ja. Komm mal zu diesem Checkpoint hier. Läuft.
Wo ist der nächste? Haha, cooles Labyrinth und die Plattform genau richtig gestellt. Von der Höhe passt es. Ihr habt es aber trotzdem gesehen. Ich bin gerade... Ich muss trotzdem vor den Wellen aufpassen. Denn gerade bin ich schon einmal gestorben, versunken, wie auch immer man es nennen will. Boah, Alter. Gerade eine fette Packung Tortellini gegessen mit Käse-Sahne-Soße. Boah, stößt es mir übel auf. Und... Hopp, der gehört mir und ich muss nicht respawnen. Saubere Sache, jetzt auf die Halfpipe etwas schräg gestellt und... Gotcha. Yes. Und jetzt? Ich fahre mal hier lang, wir haben aber gerade gesehen, man kann auch in der Röhre nochmal wenden. Könnte mir also gut vorstellen, dass man da später nochmal zurück muss. Aber jetzt sind wir erstmal ganz richtig. Hopp, hier nach oben. Gott, wie ich diese Maps von dem Jungen liebe. Es ist leider schon Nacht. Ich weiß gar nicht, wann wir gestartet haben. War das Abend oder war es Mittag? 5 Minuten auf Strecke. Ich sag ja immer, schön, wenn Runden so 10 Minuten dauern. Sollte machbar sein. Es ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Das heißt, ich hätte hier gar nicht mehr Runden einstellen können. Hopp! Oh mein Gott! Ich weiß, ich sage häufig, oh mein Gott. Und dass ich diese Map feiere. Und das neueste geiler Map-Erbauer ist. Aber ihr seht es selbst. Es ist nicht gelogen. Und jetzt? What? Geile Lücke. Okay, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir den anderen Weg nehmen müssten. Das wäre der nach links, wenn ich jetzt überhaupt richtig gefahren bin. Lol. Ich bin absolut richtig gefahren. Und hier wartet uns noch ein bisschen was. I like. Sehr schön. Okay, komm. Ich halte jetzt meine Klappe. Sonst sage ich noch die ganze Zeit, oh mein Gott, wie perfekt. Oh mein Gott, wie schön. Aber, ne, ihr wisst. Ihr wisst. Wallride. Mhm. Wallride mit Santorno. Wie fühlt es sich an? Grip ist gut. Was hat er sich jetzt hier am Ende überlegt? Sag mir nicht, man muss da wenden. Das glaube ich nicht. Man kann auf dem Wallride nicht wenden. Kannst mir erzählen, was du willst. Man kann viel machen, aber man kann auf dem Wallride nicht wenden. Dafür würde ich meine Hand fast ins Feuer legen. Mhm, okay. Ich habe gesehen, was er will. Einmal runter und dann wieder schräg hoch. Bob. Link zur Map, logischerweise in der Beschreibung, sonst würde nicht Download im Titel stehen. Also knallt euch dieses geile Ding auch mal selber rein. Mit ein paar Freunden. Ah! Okay. Und jetzt? Da will er. Da will er mich lang haben. Schade, dass hier kein Checkpoint ist. Würde ich mich sicherer fühlen. Aber das ist mit Sicherheit gewollt. Ich weiß selber als Map-Bauer, solche Zufälle passieren nicht. Und jetzt hoffe ich, dass er nichts Übertrolliges eingebaut hat. Kein Trollschild. Oh, läuft. Oh, das sieht mir nach einem sehr... Ach ja, ich weiß schon. Einmal runter. Und da ist der weite Jump. Bap, 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 bap. Mit Vollspeed. Centono! Flieg! Easy peasy. Easy. Direkt in den Checkpoint. Okay. Einmal respawn. Boah, diese Tortellini. Ich muss mich richtig konzentrieren, wenn ich was sagen will. Ich die ganze Zeit Käse-Sahne-Soße im Gaumen spüre. Oh, bitte, Alter. Bitte, Julie ist bald wieder dabei. Ich vermisse seine frechen Comments. Die bräuchte ich jetzt. Gerade bei der Käse-Sahne-Soße wäre bestimmt was gekommen. Ah, nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu hurtig. Hopp. Einmal gerade jetzt mit... Ah, mit Schmacki? Höpp!
Na, so langsam. 9 Minuten 20. Schönes Punkt-zu-Punkt-Ding. Jetzt so langsam darf das Ziel natürlich kommen. Ich glaube aber auch, dass ich sehr gut durchgekommen bin. Also die meisten Punkte habe ich hier doch relativ schnell gefunden. Die Wege schnell gefunden. Keine Lücke übersehen. Das kann nämlich leicht passieren. Sag mal, wenn man eine Lücke übersieht, dass man dann einfach, na, dass man einfach so ein bisschen umherirrt. Nicht zu schnell. Da kommt doch sie. Okay. Er will wahrscheinlich, dass du oben rausspringst, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also auf jeden Fall mit Gas. Und hopp! Noch ein bisschen höher. Und dann da durch und dann sollte es passen. Wahrscheinlich hat er es so gebaut, dass du direkt in den Checkpoint auch fliegst. Sag ich doch. Sag ich doch! Ein Sprung. Auf, da. Das Ziel immer noch nicht in Sicht. 11 Minuten und das ist eine fucking schnelle Runde. Wenn ihr es selber mal... Okay. Wenn ihr es selber mal ausprobieren wollt... Und dann, wenn ihr diese Map-Fahrt fährt, dann schreibt mir doch einfach mal in die Comments, was eure schnellste Runde ist. Der war richtig. Und der müsste jetzt... Nicht weit genug. Guckt ihr manchmal diese Sendung The Middle? Da ist auch dieser eine Junge, der so einen auf Hochbeck... Der einen auf hochbegabt ist und der sagt auch manchmal so ganze Sätze erstmal und dann flüstert er nochmal am Ende. Genauso wie ich gerade. Ich bin auch hochbegabt. Julie, wo bist du? Ich brauche deine Comments. Ich brauche die so dringend. Bitte, das funktioniert einfach mit Steam. Lieber GTA, Ziegenmensch, Ziegengott. Ich brauche dich so dringend wie noch nie. Ich will Entertainment mit meinem guten Buddy Julie. Fly wie eine Möwe, wie der lieber Deko sagen würde. Und jetzt? Und jetzt? Ach da. Na komm, wir probieren den mal. Hopp! Läuft. Und hopp. Zack. Oh, nicht zu schnell. Hat sich doch schon wieder... Ah, wenn du zu schnell bist, fliegst du noch rüber. So, nächster Checkpoint. 13 Minuten jetzt. Richtig sexy. Ich meine, ich hätte jetzt nichts gegen das Ziel gleich. Oh! 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 Sorry. Okay, nehmen wir es einfach mal ein bisschen spitzerer... Bisschen spitzerer Winkel und nicht zu schnell, würde ich sein. Nochmal. Boah, schöne Lichter. Xenon-Scheinwerfer beim Centauro. Das ist nicht gut, oder? Ah, nicht ganz, nicht ganz. Komm. Jetzt machen wir den nochmal und dann klappt's. Easy. Oh, nicht easy. Nicht easy, kein peasy. Okay. Machen wir daraus jetzt einen gekonnten First, Third Try. Jetzt aber. Und ich bin rüber. Frage ist nur, ob ich... Ah, der Winkel passt. Nichts. Oh, danke dir. Danke dir. Es muss jetzt auch so langsam das Ziel kommen. Lange kann das nicht mehr dauern, denke ich. Also alles, was wir hier so in der Nähe gesehen haben an Elementen, sind wir alles schon mal durchgefahren. Tschüss, Bombellusch. Juhu. Und... Oh, wunderschön. Perfekte Reichweite. So muss es laufen. Und ab in die Röhre. Alter, was hat er hier alles verbaut? Der Typ ist ein Genius.
Ich lobe ihn auch. Ihr habt das Ziel. Ich glaube, ich lobe ihn auch einfach zu sehr, ne? Kann man jemanden zu sehr loben, der solche Maps baut? Von Königskaliber? Ich glaube nicht. Wo will er mich jetzt hinhaben? Einfach nur durch? Ja. There it is. Eine absolute 10 von 10 mit Sternchen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt's genossen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Vorfreude. Hoffentlich ist die Enttäuschung dann nicht zu groß, wenn es mit Steam nicht klappt. Aber drückt mir, drückt uns gemeinsam die Daumen, drückt Jilly auch die Daumen, dass er für ein Spiel, was er bezahlt hat, dass er das auf jeden Fall auch wieder spielen kann. Ich drücke ihm die Daumen. Ich hoffe, es klappt. Ihr werdet es demnächst sehen. Ich bin euer Tomek. Drückt auch hier den Daumen nach oben. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.